Europa steht wegen des Coronavirus vor einer womöglich historischen Rezession. Die EU will daher alle verfügbare finanzielle Feuerkraft nutzen, um die Wirtschaft zu retten. Doch wie das bezahlt werden soll, ist höchst umstritten. Für einige Länder ist dabei die Haushaltsdisziplin oberstes Gebot. Andere wollen angesichts der dramatischen Lage klotzen und nicht kleckern. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn will keinen Nord-Süd-Gegensatz. Die sogenannten frugalen Staaten sollten dies als Investition in eine bessere Leistung der europäischen Wirtschaft begreifen. Österreichs zweitwichtigster Markt sei Italien, also müsste das Land an einem guten Zustand seines Nachbarn interessiert sein. Auch wollen die Frugalen eine Finanzierung über Kredite, nicht als Beihilfen ohne Rückzahlungsverpflichtung. Die Vergabe der Mittel sei aber kein Freibier-Ausschank, sondern Reformen würden zur Auflage gemacht. Die EU-Spitzen wollen auf einem Videogipfel nächste Woche einen Kompromiss schmieden. Erwartet werden harte Gespräche, die möglicherweise bis in den September gehen. Er rechne aber mit einer Einigung schon im Juli. Schließlich sei den Mitgliedstaaten die Dringlichkeit der Lage bewusst.